Champions League Viertelfinale, die Hinspiele mit deutscher Beteiligung. Der FC Arsenal empfängt FC Bayern München und Atletico Madrid Borussia Dortmund jetzt bei den Wettfreunden. Viel Spaß! Champions League Viertelfinale, die Hinspiele, hier sind die Wettfreunde. Großartig, dass ihr dabei seid. Ich begrüße den Jan, der natürlich dem BVB-Auftritt sehr entgegenfiebert. Ja, Olli, auf jeden Fall. Und du natürlich hältst es am FC Arsenal. Nein, wir fiebern natürlich schon dem deutsch-deutschen Finale in Wembley entgegen, ja, aber wie realistisch das wirklich ist. Oh, Neuauflage von 2013. Schauen wir uns mal an, ja, prinzipiell ja durchaus der Vorteil auf Seiten beider deutschen Vereine, dass die Rückspiele dann jeweils daheim bestritten werden können, ja, das ist ja jetzt nicht die allerschlechteste Ausgangsposition und wenn man sich die Titelquoten anguckt, haben sie jetzt jeweils auch ja nicht die stärksten Mannschaften erwischt, ja, aber um es gleich vorwegzunehmen, so golden sind die Aussichten auch nicht. Die Aufstiegsquoten favorisieren dummerweise jeweils den Gegner. Ja, für die Gunners gibt es eine 1,58, Stand jetzt, für die Bayern eine 2,2. Ja, eine extreme Majestätsbeleidigung und ja, ein deutliches Signal, wie viel Renommee der deutsche Rekordmeister eben eingebüßt hat in den letzten Monaten. Ja, hat eigentlich schon gereicht, um da wirklich jetzt sehr viel Vertrauen zu verspielen. Ja. Und der BVB ja, spielt ja eine wunderbare königliche Saison bisher. Aber ja, wenn es jetzt gegen Atletico geht, die ja auch schon eine Weile nicht mehr im Halbfinale gesichtet wurden, letztes Mal 2017. Aber geht es nach den Wettanbietern, wäre es jetzt wieder soweit, gerade mal eine 1,47, wenn sich die Spanier durchsetzen. Und für den BVB eine wunderbare 2,5. Schauen wir uns gleich an, was da realistisch ist, ja, was für den BVB geht. Aber erstmal schauen wir mal, wie teuer die Bayern ihre Haut zum Markte tragen können in London, im Emirates. Naja, Thomas Tuchel kennt ja die Liga und hat auch schon mal bewiesen, dass er die Champions League gewinnen kann mit so einer Gurkentruppe wie Chelsea. Dann kann er das mit den Bayern eigentlich auch mal schaffen. Ja, das deutsche Finale wäre natürlich ein Träumchen. Borussia Dortmund muss ja vielleicht sogar über die Champions League für die Champions League qualifizieren, indem man sie einfach mal gewinnt. Aber das ist ja natürlich alles illusorische Zukunftsmusik. Da sind ja auch noch andere Teams in der Verlosung. Ja, der FC Arsenal, großartige Saison aktuell in England, spielt um den Titel mit. Das kann man von den FC Bayern gerade nicht mehr behaupten. Ja. Bayern hat sich gegen Lazio durchgesetzt im Achtelfinale, Arsenal gegen Porto. Und ja, die Londoner natürlich jetzt erstmal mit dem Heimvorteil, der sich im Rückspiel dann vielleicht rechnen kann. Ja, das ist die Hoffnung der Münchner auf jeden Fall, ja, weil die Perspektive in London sieht jetzt nicht so rosig aus. Eine 1,85 weist Arsenal doch eine recht deutliche Favoritenstellung zu. Unentschieden 3,9, Auswärtsquote für die Münchner eine 3,95. Ja, was die Gunners drauf haben, ja, sicherlich die besten Gunners seit Arsene Wenger, ja, und zwar die frühe Phase von Arsene Wenger, ja, also damals wirklich die Unschlagbaren waren vielleicht. Die sind es in dieser Saison nicht, ja, aber zu Hause ja fast nicht zu packen. Ja, in der Königsklasse sowieso alle 4 Heimspiele gewonnen und zwar alle zu 0. Ja, keinen einzigen Gegentreffer kassiert. 4:0 PSV, 2:0 Sevilla, 6:0 Lens. Das war die Gruppenphase. Da sind sie eh relativ souverän durchgekommen, nur mit einer Auswärtsniederlage. Sehr eng dann natürlich im Achtelfinale gegen Porto. Dort zunächst die Last-Minute-Niederlage, dann sich mit dem 1:0 ins Elfmeterschießen gerettet und das dort zu einem glücklichen Ende gebracht. Aber ja, zu Hause sind sie eben schon im Macht und gegen Man City haben sie ja jetzt auch wieder gezeigt, dass sie eben da die absolute Creme de la Creme gut bespielen können. Eine Nullnummer, die ihnen alle Chancen lässt. Aus logistischen Gründen nehmen wir noch vor der eigentlichen Generalprobe gegen Brighton auf. Ja, sicherlich auch durchaus nochmal eine richtige Standortbestimmung. Aber schon allein die Quoten zeigen doch, dass die Bayern wirklich ein ziemlich kleines Licht sind in diesem Jahr. Weil wenn man sich die direkten Duelle anschaut, ja, erstmal Arsenal ja international generell nicht so eine große Nummer in den letzten Jahren. Erstmal seit 14 Jahren überhaupt wieder im Viertelfinale. Und die direkte Bilanz ist ja eigentlich auch zum Fürchten aus Sicht der Engländer. Ja, 12 direkte Duelle, 3 Siege, 2 Unentschieden, 7 Niederlagen. Und ja, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, die letzten 3 Duelle haben sie alle verloren. Ja, und alle exakt mit 1:5. Ja, zwischen 2015 und 2017 war es. Damit ist jetzt ja eher nicht zu rechnen. Nee, damit ist nicht zu rechnen. Also ich klar, die Gunners da wieder ein bisschen was gut zu machen. Ich muss auch sagen, ich rechne damit, dass die Londoner das Heimspiel gewinnen werden. Aber Bayern wird da nicht auseinanderfallen. Also in der aktuellen Situation des FC Bayern mag ich einfach nicht auf Bayern tippen. Auswärts bei einem hervorragend spielenden englischen Fußballclub, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ja, so ein 1-0, 2-0 Erfolg für den FC Arsenal kann ich mir vorstellen und die Bayern müssen ja ein komplett anderes Gesicht zeigen als zuletzt, um dort was mitzunehmen und
Das müssen sie mir erstmal beweisen. Ja, da gibt es durchaus Gründe daran zu zweifeln. Ja, gegen Lazio war es ja in Italien auch alles andere als glorreich. Dann hat es die Allianz Arena immerhin gerockt. Ja, das ist die Hoffnung natürlich, dass es wieder so kommt. Ja. Großer Hoffnungsträger, noch mehr als Tuchel, der natürlich schon den britischen Stallgeruch hat, ist natürlich Harry Kane, ja, der auf einen seiner Paradegegner trifft. Der hat ja unzählige, oder man kann es schon ziemlich exakt gezählen, ja, 17 Duelle hat er ja gegen Arsenal mit den Spurs bestritten. 14 Tore geschossen, ja, damit ist er also wirklich ganz weit vorn bei den großen Angststürmern, da, die da auf die Arsenal-Verteidigung prallen können. Durchaus möglich, dass er da trifft, ja, und du tippst auf einen Sieg für die Gunners, ganz einfach, schlicht und ergreifend, ja, und ich könnte mir schon noch so ein paar Optionen vorstellen, das vielleicht noch ein bisschen quotenfreudiger zu gestalten. Ich glaube, dass die Bayern schon geordnet anfangen werden, ja, vielleicht auch so überfallmäßig, vielleicht sogar in Führung gehen, bevor es dann dahin geht, ja, sollte Arsenal nach Rückstand gewinnen, gäbe es eine 8, könnte man drüber nachdenken als Risikotipp. Handicap Sieg minus 1, ja, die Gunners, die werden sicherlich darauf drängen, jetzt nicht nur mit einem Tor Vorsprung nach München zu fahren, ja, gerade mit den Erfahrungen, die Lazio gemacht hat, auch wenn sich das natürlich ja qualitativ schon gewissermaßen unterscheidet, ja, aber dieser Qualitätsvorsprung, der sollte dafür sorgen, dass sie da vielleicht das ein bisschen deutlicher machen. Handicap minus 1 könnte ich mir vorstellen, gäbe dann eine Quote von 3,2, ja, und ja, in die Richtung müssen die Bayern schon rechnen, ja, das so 0-2, 1-3 würde ihnen ja schon noch ein bisschen Hoffnung lassen. Ja, aber viel einfacher wird es nach meiner Vermutung nicht. Da der Bayern-Fans natürlich noch als Service die doppelte Chance X2-Quote, ja, um da so ein bisschen auf Sicherheit zu gehen, gäbe eine 1,75. Ja, eigentlich eine schöne Quote, die aber natürlich Bayern-Fans trotzdem so ein bisschen eine Träne in die Augen treiben müsste. Ja, so hohe Quoten sieht man da ja nicht so gerne. Ja, wir lassen uns auch gerne vom FC Bayern positiv überraschen, damit das nicht alles im Rückspiel erst geregelt werden muss. Und ja, schauen dann mal zur anderen Partie, Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund. Ja, Atletico. Und ja, eigentlich beide Mannschaften in einer vergleichbaren Situation in ihren jeweiligen Ligen. Dortmund kämpft so ein bisschen mit Leipzig um den Champions League Platz. Das macht Madrid gerade mit Bilbao. Ja, im Achtelfinale hat Atletico Inter ausgeschaltet und Borussia Dortmund PSV Eindhoven. Machbarer Gegner, hätte man vielleicht gesagt, aber waren schon eine knappe Kiste. Ja, was mir da so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass Edin Terzic ja wirklich Ergebnisfußball spielt und es in der Champions League ganz gut läuft und dass die Abwehr, wenn sie dann in wichtigen Partien dann auch mal wach und leistungsstark ist bei Borussia Dortmund. Ja, dass sie eine starke Abwehr haben können. An guten Tagen hat jetzt der Sieg in München gezeigt, ja, Hummels auf seine alten Tage wirklich mit einer Glanzleistung Schlotterbeck auch überzeugt. Ja. Also das waren ja eigentlich die eigentlichen Highlights oder bei diesem Sieg. Damit könnte man es bei Atletico sicherlich auch versuchen, ja. Und ja, da ist es sicherlich auch schon von Vorteil, wenn man da mit halbwegs heiler Haut rauskommt, weil Atletico, ja, es gibt extreme Parallelen eigentlich zwischen Atletico und den Gunners, ja. Beide Mannschaften eben komplette nur Heimsiege in der Champions League in dieser Saison. Auch in den nationalen Meisterschaften beide extrem heimstark. Beide Mannschaften mit exakt einer Heimniederlage davongekommen. Ja, das heißt, Dortmund da keinesfalls mit der dankbaren Aufgabe. Ja, auch wenn es natürlich durchaus Lichtblicke gibt. Ja, Atletico ja früher quasi gar nicht zu überwinden. Ja, die waren ja so das Bollwerk des europäischen Fußballs. Aktuell haben sie fast doppelt so viele Tore kassiert in La Liga wie Real, ja, der Stadtrivale, der Richtung Meisterschaft spaziert. Da gibt es dann schon so gewisse qualitative Unterschiede zwischen den beiden Nachbarn, ja, und dann sicherlich auch zu der absoluten europäischen Elite im Moment von Atletico. Deswegen sehe ich Dortmund da gar nicht so chancenlos oder gar nicht so schlecht aufgestellt wie die Wettanbieter vielleicht, ja, auch wenn das sicherlich reelle Quoten sind im Hinspiel. Eine 1,8 für einen Heimsieg, unentschieden 3,7, Auswärtsquote 4,4. Ja, also ich denke mal, dass, also wenn die Dortmunder kontern dürfen dort in Atletico, ja, wenn das die erlauben, dann kann ich mir doch durchaus da auch einen BVB-Treffer vorstellen. Ansonsten wäre ich glücklich damit, wenn sich der BVB irgendwie unentschieden ermauert und halte das für möglich. Halte ich auch für möglich, ja. Beide treffen eine 1,85, ja, vielleicht so ein schönes 1:1 oder ja. So, könnte ich mir vorstellen, weil bei aller Heimstärke muss man ja doch vielleicht abwägen, dass ja Dortmund in dieser Saison in der Königsklasse schon eine ganze Menge mitgemacht hat. Ja, die Todesgruppe gewonnen, das kann man ja wirklich nicht hoch genug würdigen. PSG hinter sich gelassen, Milan, Newcastle ganz rausgeflogen. Ja, im Achtelfinale haben sie es dann gegen PSG auch souverän gemacht, würde ich sagen. Ja,
in Eindhoven schon sehr ordentlich gespielt. Da hätten sie sogar schon noch mehr in die eigene Richtung bringen können. Das Rückspiel war dann quasi gar kein Problem so richtig. War nicht schön, aber souverän, ja. Ja, souverän, genau. Mhm. Und das würde jetzt ja auch reichen, ja. Es muss ja, also direkt schön wird es auch nicht, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, ja, aber. Ja, vielleicht wird es so ein knappes 2-1 für Atletico, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, die neigen ja dann schon dazu, solche Spiele so knapp zu gewinnen. Ja, das wäre mein Tipp. Ja, Atletico gewinnt, beide Mannschaften treffen, da ist man dann so mit einer 3 dabei ungefähr. Mhm. Ja, und insgesamt sehe ich Dortmund in Sachen Aufstieg aber ganz gut aufgestellt. Ja, also diese 2,5 für den Aufstieg, die würde ich auf jeden Fall mal anspielen. Ach, ich kann mir das sogar 0-0 vorstellen. Also. Ja, könnte ich mir auch. Ja, also wenn Hummels und wenn die Innenverteidigung da steht, dass Atletico zaubert im Moment kaum jemand auseinander. Mhm. Ja, insofern ist durchaus da was drin. Ja, meine Hoffnung wäre auch ein Konter. Also die Champions-League-Mannschaften machen ja immer den Fehler, dass sie den Dortmundern auch Platz anbieten und denen wissen die schnellen Spieler, um Adeyemi und Co. natürlich zu nutzen. Doch, das Dortmund-Treff halte ich für wahrscheinlicher als 0-0. Na gut, dann genug gezittert. Und was denkt ihr, wie die Partien ausgehen werden? Sind wir sehr gespannt drauf und freuen uns natürlich auf einen fantastischen Fußballer. Ja, im Vergleich zu den letzten Jahren ja durchaus auch luxuriös, ja, dass wir mit 2 Viertelfinalisten gesegnet sind, sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch die Hymne hören. Freuen wir uns sehr drauf. Mhm. Ja. Können wir uns gerne auch fürs Halbfinale vorstellen. Wie gesagt, der Optimismus ist nicht grenzenlos, aber wir hoffen das Beste. Ihr sicherlich auch. Ja. Freuen uns sehr über eure Rückmeldung. Bleibt uns gewogen und wir wünschen euch natürlich wunderbare königliche Abende.